Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video. Video, Vlog. Da hinten rennen die Hunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute, meine lieben Freunde, mit Xialin zusammen. Ja. Und zwar überwiegend Xialin. Denn, ja, weil sie heute für uns arbeiten wird. Was? Wir sitzen auf unserer wunderschönen Bank, die ein paar Jahre draußen stand und schon Moos ansetzt. Ein paar Jahre ist gut, ja. Ja. Und wahrscheinlich schon immer draußen stand. Ja, genau, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Schon immer, ja. Und ich muss die jetzt abschleifen, oder was? Du darfst die jetzt abschleifen. Oh Gott. Ich bin gespannt, wie das wird. Wenn ich das schaffe. Das kriegst du schon hin. Ich habe dir sogar was besorgt, und zwar einmal Schleifpads und... Das da? Genau, das da. Das ist so ein Aufsatz für die Bohrmaschine. Und was ist das? Das nennt man Bohrmaschine. Genau, das kommt auf die Bohrmaschine und darauf kommen dann die Schleifpads. Aha. Und dann kannst du ganz gemütlich schleifen. Ich helfe dir aber, nämlich okay. An den Stellen, wo du nicht hinkommst, mache ich per Hand. Wo ich nicht hinkomme? Ach so, mit dem Ding. Okay, ja. Genau. Okay, so, das sehr machen gut. Wir jetzt. Das wird lustig. Und dann müssen wir noch streichen. Welche Farbe? Eine rosa. Nein, weiß wieder. Okay. So cremeweiß, ja. Genau. So, fangen wir an. So, Xialin ist schon voll dabei. Ja, die packt schon aus. Mal gucken hier. Oh, da ist irgendwas. Ja, da ist, das ist der Adapter, den brauchst du. Ich nehme mal an, genau. Das schraubt man da rein. Ja, das ist ja Klettverschluss. Ja, natürlich. Das muss er irgendwie halten. So, und ist das schwer? Geht, oder? Kann man schon mal machen. Ja. Ne? So, jetzt haben wir Bohrmaschine. Mal. Ich glaube, das muss ein bisschen größer machen. Ja, wie geht das? Du hast mir mal gezeigt, wie das funktioniert. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Hier, oder was? Ja, genau. Einfach das ist das Bohrfutter. Ja, in die andere Richtung musst du trennen. In welche Richtung dreht man auf? So scheinbar. Gegen den Uhrzeigersinn. Wenn man drüber nachdenkt, weiß man es nie. Na, ich glaube, du brauchst nur ein Stück. Jetzt kommt's, jetzt passt es nicht. Nein, das darf eigentlich nicht sein. So, ja, immer weiter. So, das könnte reichen. Also, ich dachte, weiter geht nicht. Nee. So, und jetzt wieder zumachen. Genau. Schrauben, Schrauben. So. Jetzt habe ich überlegt, ob das im... Achso, mehr geht nicht. Jetzt dreht es durch. Jetzt musst du da oben, da ist so ein Knopf hier. Ist ja voll dreckig. Ja, also bis ich staubig, es wird noch staubiger. So, eine Dreh mal. Hier oben ist ein Knopf. Wie? Achso, die Bohrmaschine ja, drehen, genau. Sagt es doch. Und hier ist ein Knopf, ja? Den musst du gedrückt halten. Und dann mal so ein bisschen drehen, da merkst du, dass das so einrastet. So, und jetzt kannst du es richtig zudrehen. Ja, mit Schmackes. Auf geht's. So, wann ist das fest? Ich glaube, hier müssen wir noch ein bisschen... Ah, ne. Achso, ja, genau. So. Halt mal hier fest. So, dann machen wir das hier noch. Aber vielleicht drückst du den Knopf, ist besser. Genau, zu dem da genau, so dass es einrastet. So. Und, hau rück. Geht das? Oh. warte, ich hab den Knopf losgelassen. Einmal noch. So, und. Okay. Ja. Oh Gott, mein Daumen. Okay. Jetzt muss ich halten, ne? Okay, jetzt haben wir hier Schleifpapier. Kriegst du es so auf oder soll ich ein Messer holen? Warte, ich hol ein Messer. Ich hab Teppichmesser da drin. Ja, ich habe Messer. Okay. Messer. Besser. Mal gucken, wie du schneidest. Ja, so in der Spur irgendwie. Achso, sind das verschiedene Stärken? Das sind verschiedene Stärken. Was brauchen wir jetzt? Ja, die sind alle da drin. Ist völlig wurscht, welche du jetzt. Wir machen erst den ganzen Schmoller hier weg. Sowas wie den Moos und dann hier das. Deswegen fangen wir erst mit groben an und dann machen wir Feinschliff. Fangen wir mit groben an, diesen ganzen. Ja, genau, P40. Oh, die sind richtig grob. Schau mal hier. Zeig mal andere Seite, die ist weich. Ja, wow. Das ist grob. Da kann man sogar Hornhaut absäbeln. Aber. So. Hornhaut, gib mal Fuß. Ja. Ich muss mit mir sagen, ich habe zu viel Hornhaut am Fuß. So, ja. Nein. Geht nicht, oder? Ja, warum? Warum geht's nicht? Hm. Woran könnte es liegen? Dachte, weil der Stecker fehlt! Toll! Ich dachte, ich muss wieder irgendwas Besonderes drücken. So, genau. Ah. Oh. Warte mal, ganz kurz gucken. Er ist auf Schlagen gestellt, das brauchen wir nicht. Nee. Und Rotation, Uhrzeigersinn. Okay. So, genau. Genau, fängst du einfach mal irgendwo an. Okay, das ist schon sehr grob. Fester also drücken oder was? Ja, so fest musst du nicht drücken. Genau. Warte mal ganz kurz. Wir können auch die Geschwindigkeit einstellen hier unten. Dann machen wir mal ein bisschen langsamer, damit du mehr Zeit hast.
Oder stärker? Ja, ich weiß nicht, was besser ist. Machen wir mal schneller, vielleicht ist das besser. So, probieren wir. Ja. Ich habe ja auch gar nicht ganz gedrückt. Nö. Das ist im Auge. Oh, brauchst du eine Brille? Oh ja, gib mir eine Brille. Ich kann meine Sonnenbrille aufsetzen. Okay, dann siehst du auch noch cool aus. So, mit der Imba-Billigbrille aus Ungarn. Sieht aber stylisch aus. Ja? Genau. Also so viel musst du hier jetzt auch nicht mehr machen. Ja, erstmal nur so das Grobe überall. Gut. Und dann machen wir den Feineren. Du kannst auch das hier quer machen. Ah, ja. Wenn du sagst, ja, ich würde es lieber an der Seite haben. Vielleicht auf der, genau. Dann kannst du es vielleicht besser halten, so denke ich mal. Müsst du einfach mal ein bisschen rumprobieren. Aber machst du schon mal nicht schlecht. Wo machen wir denn weiter? Oh, hier. Machst du mal die Sitzflächen, genau. Ja, das nimmt mich voll mit. Ich weiß nicht, ob ich drücken soll oder nicht. Ja, ich weiß, ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie gemacht. Soll ich mal probieren? Ich probiere mal. Ob ich drücken muss oder nicht. Ja, weil ich weiß es selber auch nicht. Schau mal, ob es besser kann. Und? Ein bisschen stoppig. Nee, eigentlich gar nicht. Gar nicht. Also was ich gemerkt habe, leicht schräg machen. Also nicht gerade aufsetzen und auch überhaupt nicht drücken. Also eigentlich nur ganz leicht drüber und leicht schräg. Dann hast du nicht so eine große Fläche. Ich versuch's nochmal. Schon her, laber nicht so viel. Ja. In welche Richtung schräg? In die da oder in die da? Ich hab, ist eigentlich egal, wie es dir halt lieber ist. Ja, das macht nichts. Achso, ja. Genau. Ja, diese Farbe. So. Man kann auch einfach nur Lack drauf machen. Das geht natürlich auch. Mal gucken. Nee, ich glaube streichen. Okay. Mal schauen. Genau. Sie macht jetzt da weiter. Wir machen jetzt einen Zeitraffer. Und ich schleife hier so die Kanten hier, weil da kommst du mit der Maschine nicht hin. Das machst du. Gut. Augen sind feucht, also deine Brille ist voll verstaubt. Meine Hände auch. Ja, das ist schon ein bisschen Staub. Meine Hose ist bald weiß. Ja, aber wir haben eigentlich nur noch die Rückseite und die Vorderseite, dann haben wir es eigentlich schon fast. Und wir haben jetzt hier noch was gesehen. Einmal ist hier unten gebrochen. Sag mal, habe ich jetzt hier verstärkt mit so einer Scharniere und nochmal ein bisschen Kleber rein, damit keine Feuchtigkeit mehr reinkommen kann. Und dann haben wir hier die Füße, die sind schon voll kaputt und die sind auch schon ziemlich weich hier unten. Deshalb, ich habe jetzt gedacht, wir schneiden einfach ein Stück ab und dann versiegeln wir das gescheit, sodass kein Wasser mehr ins Holz reinkommt. Es fehlen dann zwar 2 cm. Also hier ist zum Beispiel am kürzesten, da sind 2 und da drüben, da sind sogar noch relativ viel, da sind es 3 oder 4 cm. Aber dass wir halt gleichmäßig sind und das, was dann wieder versiegelt haben. Genau, Lady. Weitermachen. Sehr gut. Aber faszinierend. Das ist so ganz komisches Holz inzwischen geworden. Voll hässlich. Schmeckt nicht. Weiterschleifen. Weiterschleifen. PS,
Wenn ich draußen war, war ich auch noch fleißig und habe uns Salat gemacht. Einen griechischen Tortelloni-Salat mit Feta und Tortelloni und Gemüse. Der ist voll lecker. Den gibt's jetzt, wenn Xau geduscht hat. Ah. Huh, das war staubig. Ja, ich bin so staubig. Siehst du auch aus. Oha, ja, krass. Ich muss, glaube ich, duschen. Ja, wäre eine gute Idee. Meine Hose. Die wollen wir schwarz machen, nicht dreckig. Oh, Entschuldigung, ja, ich gebe mir Mühe. So, Bank ist fertig. Hast du gut gemacht. Ja, sieht gut aus. An solchen Stellen bin ich echt nicht hingekommen. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Aber das ist ein schönes Holz, muss ich sagen. Das ist wirklich schön. Ja, aber dass man es so lassen könnte, müsste man es wirklich. Da müsste man es komplett wegkriegen. Ja. Aber das wegkriegen, das ist echt schwierig. Schau mal, wenn der Leo da läuft, da staubt. Ja, da ist auch hier hinten. Oh, guck mal hier den Löwenzahn. Ja. Gut. Nee, ist aber gut geworden. Ja, hast du gut gemacht. Du hast jetzt doch die meiste Arbeit gemacht. Ja, macht ja nichts. Oh, das fühlt sich auch voll weich an. Ja. Ja, genau. Ja. Und der Amy gefällt es auch. Jetzt würde ich sagen, wir stellen das da rein zum Trocknen, damit das Holz richtig durchtrocknen kann nochmal. Und dann nächste Woche oder morgen, dann schauen wir mal, wie das Wetter ist. Sollte natürlich nicht windig sein. Dann können wir streichen. Dann machen wir es wieder weiß. So schaut's aus. Ich bin dabei. Ja. Aber war machbar, oder? Ja, also mir tun jetzt die Hände und die Handgelenke weh, dafür, dass ich nicht so viel gemacht habe. Ich hätte jetzt keine Lust mehr. Gut, dass du den Rest gemacht hast. Ja, ja, es war schon anstrengend stellenweise, aber es ging ganz gut. Also, ja, ich finde es lustig und eigentlich ganz cool. Besser, wenn man es, ja, vor allem, wenn man das per Hand geschliffen hätte, ja, da wären wir wahrscheinlich nie fertig geworden. Das hätte auch keinen Spaß gemacht. Nee. Und so mit dem, was, ich weiß gar nicht, was, 5 Euro oder sowas. Du hast ein Dreieck und ich habe ein Dreieck. Oh, wie schön. Ein Dreieck. Ja, ich versuche schon irgendwie auf deine Höhe zu kommen. Das ist gar nicht so leicht, gell? Ich komme dann immer zu dir. Gut. So. So. Bevor mir die Beine wegklappen. Stell dich an den. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Ihr könnt ja mal schreiben, welche Farbe würdet ihr dieser Bank geben? Ja, gute Idee. Würde mich mal interessieren. Vielleicht hat ja jemand einen witzigen Tipp, wo wir sagen, ja, okay, machen wir so. Momentan tendieren wir einfach wieder zu weiß. Also die steht dann draußen auf der Wiese, so mehr oder weniger. Also sollte dann auch irgendwie passen. Rosa wäre dann vielleicht jetzt nicht so passend. Aber schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr sie einfärben würdet. Genau. Dann euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.